Herzlich willkommen bei S21 Bau-TV und zwar beim Making of Übersichtskarte auf besonderen Wunsch. Und als erstes mal ein Dankeschön an Chris 73 oder Chris 73 auf Slack. Hat er den Link der neuen Webcam geschickt. Und zwar ist es eine Kamera innerhalb des Arbeitsbereiches vom Bonatzbau. Also hier sehen wir schon einiges von der entkernten Bahnhofshalle. Sehr schön, da sind wir dann ja immer informiert. Ja, und wie mache ich mein Video? Als erstes mal natürlich immer schön alle Webcams nochmal neu abspeichern. Es ist zwar jetzt schon viel später, aber die Webcams laufen nicht so lang, deswegen nehme ich 20 Uhr. Und für alle, die sich nicht die Geduld nehmen wollen, es gibt dadurch ein fertiges Video und das ist bestimmt schon veröffentlicht, wenn ich jetzt das hier freigebe. Also es ist von der Information her nichts Neues. Ja, hier ist alles blitzeblank. Und die neuen Baucontainer sind eingezogen. Kopf 2. Ja, die Kamera ist noch nicht wieder in Betrieb. Man sieht es hier an der Seitenwand. Da ist die Schalung noch dran. Sieht man hier deutlich, Schalung ist ja schon weg. Und das Highlight, warum ich heute überhaupt nochmals schnell abends ein Video mache. K28 hat das erste Schalungselement bekommen. Skerle hat sich also hier durchgekämpft über diese flachen Rampen. Gleis 2, 3. Und was sieht man hier noch? Heute Morgen, heute Mittag war Aufnahmedatum, heute Abend veröffentlicht. Die Seitenwand BA11 ist betoniert und zwar der Teil, der nicht zu den Spannbetonbrücken gehört. Wir haben sie immer BA11 Süd genannt. Und heute Mittag habe ich auch noch gefilmt, dass die Armierung dieser Deckenplatte Notausgang Nordbahnsteig 4 abgeschlossen scheint und jetzt sehen wir auch, die Schalung ist drumrum. Könnte also morgen betoniert werden. Und ja, von hier habe ich ja heute gefilmt und da hat man auch ein bisschen gesehen, wie hier von der Schutzschicht BA8 auf der Deckenplatte noch einige Teile rausgeschnitten wurden, um dann den Notausstieg hier mit einer Seitenwand einzufassen. Und hier Bahnsteig 3 habe ich schon gespeichert. Ich glaube noch nicht. Das ist Süd. Dann haben wir hier R7, erste Armierungsstäbe liegen hier unten, schön zu sehen. Hier werden sie vorbereitet. Da werden die Abstandshalter an den Baustahl montiert. Und rechts K13 ist vorbereitet für die Betonage. Und jetzt nochmal ganz deutlich, ich vermute, es wird am Samstag betoniert. Seltsam, dass immer wieder so ein komischer Kommentar kommt. Ich hätte behauptet, es ist und dann kommt es doch später. Es ist nur eine Vermutung, ich bin nur Beobachter, ich habe keine internen Pläne und das ist auch gar nicht so wichtig. Wir schauen einfach zu. Irgendwann ist das Ding fertig.
dass sich da Leute so echauffieren. Ich habe mir es doch gedacht, dass da was schief ging vorhin. Das muss ich nochmal korrigieren. Sordele. Bild sichern unter. Und auch hier R7 schön zu sehen und K13. Bei K17 sehen wir leider noch keine Schalung, die erwarten wir dann hier. Ja, und hier gibt es auch was Neues. Nicht nur, dass die Schalung bei D2 hier so weit reingekommen ist, sondern auch bei D10. Danke für den Hinweis. Jetzt weiß ich gar nicht, was auf unseren Google Fotos S21 Fanpage oder auf Slack, aber derjenige, der es gepostet hat, weiß Bescheid. Danke für den Hinweis. Also, D10. Schwindgasse ist auf dieser Seite fertig und jetzt wieder drüben das Element der Schwindgasse gemacht mit der Seitenwand zwischen K1 und R10. Und wenn das R10 ist, dann ist es D10. Ganz einfach zu merken. Und da hinten unser Lieblingsbiergarten mit Unterkunft. Spaß. Oh, K13 nochmal schön zu sehen. Bei meinem letzten Video vom Querbahnsteig etwa hier, da haben noch aber diese Querbalken gefehlt, die die Schalung halten. Und mittlerweile sind auch sehr viele Rüttler drin. Sind wir mal gespannt. Ja, vielleicht ist es auch am Freitag. Und hier hinten. Ich drücke mal auf Plus, dann springt er irgendwo anders hin. Okay, aber das kriegt man hin. Also nicht nur R7 bekommt die Armierung, sondern auch diese Deckenplatte der Lorsch hier deutlich zu sehen. Das Datum hier stimmt, aber man sieht nicht sehr viel Veränderung. Aber es ist kein Wunder, K28 wird gerade angegriffen. R7, K13, Priorität ist gerade woanders. Also K17 hier muss ich noch gedulden. Trotzdem speichern wir das mal ab. Zack. Und hier die Kamera läuft wieder. Schalung D2. D2 ist es. Schwindgasse D2. Und bei K7 kann man auch sehr schön sehen hier die Armierung. Geht um die Kurve rum. Hier beginnt die Kante, die wir dann so haben. B1, der Brillenwandkelch. Sehr schön zu sehen. Naja, soweit das Webcam-Bild, was das hergibt. Aber ich finde, das ist schön deutlich zu sehen, die Kante. Also Armierungsphase geht dem Ende entgegen. Ja, und hier hinten B2, na, da haben wir keinen Einblick mehr. Ja, und hier geht's in die Tiefe.
Rüber zu BA22 ist wieder, ich drück mal Plus, wieder einiges weggefressen worden am Verbau. Und hier sehen wir die ersten Gründungspfähle rausschauen. Also ich schätze jetzt noch mal 1 Meter, vielleicht ein bisschen mehr, und dann den oberen Teil des Betons vom Gründungspfahl wegknabbern, damit der Armierungsstahl rausschaut, und dann kann man den verflechten mit der Bodenplatte. Weiter geht's mit der Suizid-Webcam. Tja, also hier drüben ist schon die Brücke fertig. Braucht man nicht speichern. Hier ist abgeschlossen. Ich bin gespannt, wann es mit der Verfüllung losgeht, wann zubuddelt wird. Brauche ich jetzt auch nicht speichern. Ich schaue nochmal, ja, Datum, die Kamera läuft. Datum passt. Ja, 15. passt auch. Hier wurde ja diese Seitenwand, dieser Abschnitt betoniert als letztes. Ich bin mir nicht sicher, ob von der Bodenplatte hier jetzt was gemacht wird. Ist nicht so gut einsehbar. Aber das wäre dann das letzte Stückle. Und dann Deckenplatte drauf. Speichern und Benzstraße hat nachts echt immer ein cooles Bild, aber ich speichere es trotzdem nicht. Ja, und hier sind sie noch fleißig. Das nehmen wir doch mit. Da wird auch noch geschafft. Klar, ist ja das gleiche Baustelle, nur oben. Die lasse ich jetzt mal sein. Und hier wird die Autobahn auf dem ursprünglichen Verlauf neu angelegt. Da wird es mal Zeit, dass mal wieder einer von dem S21 BauTV-Team hier hingeht und filmt. Ja, das wäre auch mal wieder ein Video wert vor Ort, aber die Kamera zeigt uns auch schön den Fortschritt. Also Anschlussstelle Pliningen. Brückenschlag ist erfolgt, feierlich. Mit Presse, aber wir wurden nicht eingeladen. Ich weiß nicht, warum er uns immer verspricht, wir kommen auf den Presseverteiler und dann macht man es doch nicht. Dann kann man gleich sagen, euch wollen wir nicht haben. Eichelberg, Märklingen, so die anderen, die kann ich jetzt mal auslassen. Ja, und ich mache das Ganze auf Keynote.
Das ist quasi PowerPoint bei Apple. Da war ich ein bisschen voreilig, weil ich dachte, das nächste Mal, wenn ich hier rangehe, ist Samstag und K13 betoniert. Dann gibt es vielleicht bald wieder Neues. Hier habe ich schon vorgearbeitet. Und das legen wir doch jetzt mal. Hier rein. Kopiert von D2 und jetzt ist es ja D10. Und das muss einfach ein bisschen nach unten. So sieht es besser aus. Und dann machen wir gleich nochmal eins. Das machen wir mal so, damit man durchschauen kann. Dann kann man es nämlich gleich exakt anpassen an diese. Das zeige ich mal nach vorne. An diese Schalungsmuster. Und das geht auch ein bisschen nach unten in der im Level. Ja, da habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Das gilt nämlich nicht, muss sofort verschwinden. Nach hinten das Ganze. Also K28 möchte hier bedient werden. Ich habe die Kelchfüße hier wesentlich größer gezeichnet. Wenn ich den jetzt, das war nicht so richtig gedacht. Was ist da los? Erwischt nicht alle. Noch gelb sein. Oder ich ziehe den oben drauf.
Na, wenn man das falsch erwischt, dann gibt es ein echtes Durcheinander. So, dann seid ihr damit zufrieden. Ich denke mal, das sieht gut aus. Jetzt noch ein bisschen weiter nach unten im Niveau. Damit die Schrift drüber liegt. Wie sieht es hier aus? Also wenn dann betoniert ist, dann mache ich das Innere auch grün. Aber wir haben doch noch hellgrün, das machen wir so genau. Die Zehen hier, das sieht alles gut aus. Und hier können wir was ergänzen. Aha, hier können wir die Reihenfolge verändern. Jetzt habe ich hier ein bisschen was an der Formatierung. Na. Also wie gesagt, also wie schon mal gesagt, ich vermute, dass das die Reihenfolge ist. Kann sich natürlich alles noch ändern und dann passen wir es an, habt ihr gerade gesehen. Was ist da los? Ah ja, jetzt Zeile gelb. Da ist ein Strich zu viel drin. Das ist nicht schön.
Machen wir es so. Der ist immer noch drin. So, da der. Also ich würde auch gerne hier oben einen fetten grünen Haken machen, aber lassen wir uns noch die Notausgänge auf BA8 fertig stellen und auch hier die Rampe und dann kommt es ran. Sonst ist, glaube ich, alles gut. Ja, jetzt können wir hier, aber möchte ich noch nicht, ich gehe nochmal zurück. Also außer dem Bild, das ich hier ergänzen muss, ich glaube, es passt alles. Bei D10, ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Zack. Und hier müssen wir ein bisschen Gelb hinzufügen. Das geht aber am einfachsten. Ich hole mir das hier rüber. So. Gelbfuß war ein bisschen dicker. Passt. Ja, also jetzt geht's los. Einfügen. Dokumente. Dann kopiere ich mir mal hier die Koordinaten und die merke ich mir hier 8, 3, 19, 6,4. Größe habe ich kopiert und 319. Yes. Kopieren 433388. Eins, eins, zwei, null, drei, drei, null.
So, das erste Blatt wäre fertig. Nochmal gucken, ob irgendwas noch zu tun wäre. Also mir fällt jetzt nichts auf, aber ihr habt ja schon oft gemerkt, das passiert schon mal und dann gibt es ein nächstes PDF hinterher. 59273 Süd. Ach ja, das war das, das ich falsch bezeichnet hatte. Gucken, ob ich das jetzt gleich korrigieren kann. Schön. 59273, jawohl. Passt. Jetzt muss ich immer noch mal schauen, ob diese Kanten, die Bahnsteigkanten passen, weil die Webcams nicht immer exakt das Bild so liefern. Na, hier ist nicht ganz exakt. Aber ihr habt gesehen, ich mache das ja pixelgenau exakt drüber. Also daran liegt es nicht. Sondern das ist einfach eine Veränderung in der Aufnahme. Aber so gefällt mir es ganz gut. K28. Das passt auch noch alles. Das ist maximale Größe 0,0. Warum ist hier die Sortierung falsch? Aha, da hat sich eine 2 eingeschlichen. Das wundert mich jetzt. Haben die was an der Kameraauflösung geändert? Denn bisher beim Einfügen war es einfach Vollbild drin. Und jetzt sieht es ganz anders aus. Ja. Ja, im Vergleich zu da hinten ist es jetzt auch alles ein bisschen anders, ne? Ja, gut. Das bedeutet, wir nehmen das mal ganz raus hier hinten. Das bringt uns nicht mehr nichts. Also, das müssen wir ein bisschen umgestalten, alles. Schwindgasse.
Hoppla. Bisschen anpassen. Shift-Größe. Schauen wir mal, ob der Link noch passt. Yes. Das war die Betonage Schwindgasse D5. Also einfügen, auswählen. Hundertfünfzig und null. Na, nochmal gucken. Was ist passiert? Lieber die Schrift verändern als das Bild jetzt verschieben, denn das liegt ja schön mittig. So sollte es sein. Einfügen und passt. Sechzig und null.
Alles in Ordnung. Das war Nord. Aha, falsch einsortiert. Was ist denn das für eine Schlamperei hier? Kann ich in der Auswahlbox nicht. So, alles blitzeblank und da hinten wird noch ein bisschen beim Zubuddeln gearbeitet und hier links fehlt noch was. Passt. Oha, das sieht noch ganz anders aus als nach neuestem Stand. Das ist der hier, ja. Weil man hier sowieso ein Großteil nicht sieht, habe ich das ein bisschen verändert. Minus 387. Indem ich es einfach nach unten größer und nach unten gezogen habe. Jetzt fällt mir aber auf, der ist ja ganz schön ein Stück abgeschnitten. Na, das ist ja jetzt doch nicht so ideal. Seltsam. Ist es niemandem aufgefallen? Dann machen wir es doch andersrum. Ich glaube, das habe ich damals gemacht, weil hier sehr viel in der Jägerstraße passiert ist. Und um das zu zeigen. So. Ja, genau, das war das mit der Jägerstraße, mit dem Umbau. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Gehen wir das Jahr einfach mal durch. Hoppla. Zurück. Den kann man kicken. Also ich habe mir gedacht, ich warte noch ab, bis alles verfüllt ist und dann machen wir ein schönes Zeitraffer-Video. Ja, das ist jetzt auch schon schön. Ich habe gerade das Neueste abgespeichert, das fällt mir auch gerade ein. Hatte ich auch vorhin gesagt. Ne? Das geht natürlich nicht. Sonst heißt es noch falsche Bilder.
Überall grüne Haken, passt. Naja, ich glaube, das kann man. Na gut, das Regal, das Gerüst. Regal. Ich war gerade bei meinem Sohn, der jetzt sein Regal in der neuen Wohnung aufgebaut hat. Aber hier gibt es was zu tun. Was ist denn hier los? Auch was falsch einsortiert. Na, hier sind wir zu Hause. Ah ja, das können wir uns auch ein bisschen angucken. Kleines Zeit für Videos so nebenbei produziert. So, dann schauen wir mal. Aha, hier wurde was ergänzt, deutlich zu sehen. Ich bin aber irritiert. Ich hätte echt behauptet, es muss dahin. Aber es kann nicht sein, dass der hier schon weiter ist. Den sehen wir nicht. Und der hier ist noch so wenig, dass er noch nicht anerkannt wird. 12.07. Erstmal abspeichern. -581. Schade. Ab und zu liegt die PDF nicht übereinander und ich habe noch nicht rausgefunden. Woran das liegt.
Aber das hat jetzt ganz gut geklappt. Sieht sauber aus. Ja, passt. Einzige ist, das ist jetzt so nach unten geschoben. Andersrum hätte ich es machen sollen. Ja, ist eingerastet, das bietet Keynote oft an. Und diesmal hat es auch schön geklappt. Zwölfter, siebter. Springt ein bisschen. Ist noch nicht ganz perfekt, aber ich glaube, jetzt reicht's. So, das war das Making-of und jetzt mache ich das richtige Video. Bis gleich, beziehungsweise das andere habt ihr ja zuerst gesehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.